Das aktuelle Thema im Luxusloft ist Familienplanung und Kinderkriegen. Planung ist gut, doch oft schreibt das Leben dann seine ganz eigenen Geschichten. Willst du denn mal irgendwann Mutter werden? Ja. Möchtest du Kinder? Wahrscheinlich oder? So. Ja? Vielleicht, aber erst so, ich denke so mit 50 oder so. Wo ich sofort dachte, oh, da werden jetzt ganz viele Leute sagen, was bildet die sich eigentlich ein mit 50, dann ist die 70, wenn das Kind aus dem Haus ist, oder 68 und so. Aber ich finde, das muss jeder selber entscheiden. Es gibt so den Zeitpunkt, wo das dann durch ist, wie bei mir jetzt. Mhm. So. Und ich war auch mit 18 schwanger, habe aber dann abgetrieben. So, selbst ich habe auch schon mal abgetrieben, als ich ganz, ganz jung war. Aus welchem Grund? Der, von dem ich schwanger war, mein damaliger Freund. Mhm. Der war kurz vorm Abi, als ich erfuhr, dass ich schwanger bin. Und der sagte den Satz, versau mir bitte nicht mein Leben. Okay. Ja, das brennt sich ein, ne? Ja. Dieser Satz ist so eingefahren, dass ich dachte, jetzt entscheide nur noch ich, was da passiert. Und dann habe ich das mit meiner Mutter besprochen und habe mir Gedanken darüber gemacht. Meine Mutter hat das später sehr bereut. Ich hatte aber leider in ihr auch keine Unterstützung. Viele Jahre später hat sie, als wir das Thema noch mal angeschnitten haben, hat sie gesagt, ich habe da falsch reagiert. Ich hätte dir natürlich sagen müssen, ein Mäulchen kriegen wir noch gestopft, oder? Ja. Dann gibt es eben ein weiteres Familienmitglied, wie schön. Und ich habe heute keine Kinder und vielleicht ist nicht jeder gemacht für Kinder, aber in manchen Situationen denke ich, eigentlich ist es schade, aber ich bin auch nicht so ein Muttertier gewesen. Wie war das früher? War das irgendwie? Du wurdest immer eigentlich gedrängt, ein Kind auszutragen, um es dann zur Adoption freizugeben. Mhm. Also in den Gesprächen, so nach dem Motto, töten Sie doch Ihr Kind nicht, aber geben Sie es dann weg. Ja. Und, ja. Das Schlimmste fand ich, dass ich in im Krankenhaus über den Räumlichkeiten, wo Frauen untergebracht wurden, die abtrieben, da drüber war die Babystation. Mhm. Und du hörtest die ganze Nacht die Babys. Morgens, mittags, abends, nachts hörtest du die Babys. Ich fand das sehr, sehr mutig, sehr ehrlich von Kathi, das zu sagen, weil ja, darüber kann man auch ruhig offen reden. Finde ich, es ist kein Tabuthema. Aber du denkst schon manchmal daran, wie es wäre. I had a dream. I got everything I wanted. Ja, jetzt, ne, ja. Wo ich so, ich bin ja oft bei meiner Mutter. Wie alt wäre dann dein Kind jetzt? Du warst 18, hast du gesagt. Nee, ich war, muss 20. 90, ich muss 20, 20 ja, sein, also 40 circa. Also ich? Ja, ich könnte 40. Jetzt deine Tochter ja, sein. Ja, die ganze Truppe hier könnte meine. Ja. Alles meine Kinder. Mhm.